Willkommen meine Freunde und in diesem Video erfahrt ihr alles Aktuelle um die PlayStation 5, die, ja, wann sie rauskommen wird, das erfahrt ihr nämlich alles. Fakten, Gerüchte, unpersönliche Meinungen zu Release, verbauter Technik und Preis, all das erfahrt ihr in diesem Video. Sag mal, brennt dir der Kittel? Ich mache hier ein Video. Ey, ich muss auf Toilette. Jetzt warte doch mal. Hallo. Vorab, es gibt natürlich mehr Gerüchte als Fakten, aber ich möchte hier beides zusammenfassen. Ja, einmal die Fakten auf der einen Seite und dann natürlich die Gerüchte auf der anderen. Also fangen wir an mit den Fakten. Der PlayStation-Entwicklungschef hatte dem Wired-Magazin ein Interview gegeben und dort einige technische Details der PlayStation 5 verlauten lassen. Und nur im Übrigen, die PlayStation 5 ist noch nicht mal bekannt, dass sie überhaupt PlayStation 5 heißt. Ich werde es jetzt einfach hier so nennen, damit ihr wisst, worum es geht. Fangen wir einfach mal mit den technischen Details an. Es kommt eine AMD Ryzen 8 Quad CPU von der Zen 2 Architektur zum Einsatz, das heißt relativ viel Power, was die PlayStation 5 natürlich auch benötigt, weil ja das Raytracing mit reinkommen soll. Und dafür braucht man natürlich noch einen ordentlichen Chip für die Grafikpower und der kommt ebenfalls aus dem Hause von AMD, nämlich aus der Navi-Familie, ja, der hat definitiv genug Power. Dann wurde gesagt, dass man 8K-Auflösung bringen will auf die PlayStation 5. Allerdings wurde nicht gesagt, welche 8K, nur die Monitorbildrate oder auch wirklich die FPS. Ich meine, die PlayStation 4 Pro ist noch nicht mehr in der Lage, vollwertig 4K herzustellen. Also ich glaube, vollwertiges 8K wird es bei der PlayStation 5 nicht geben, meiner Meinung nach. Dafür aber 4K-Auflösung in 120 Hertz. Ja, das sollte sie dann tatsächlich hinbekommen mittlerweile. Ich meine, das ist auch mehr eher so ein Marketing-Gag. Na, Marketing-Gag, nicht so ein Marketing-Aufhänger, weil bis wir Spiele bekommen, ja, die in 4K 120 Hertz laufen oder sei es 8K, da wird noch einige Zeit auf der Uhr vergehen und von daher ist es eher eine gewisse Marketingstrategie als ein enormer Vorteil für uns. Auch bekannt ist, dass es eine SSD verbaut sein wird. Okay, und ich glaube, in der heutigen Zeit darf man es auch tatsächlich voraussetzen, dass in diesen Geräten SSD verbaut sind. Von der Größe ist jetzt mal nichts bekannt. Ich denke mal, es geht bis zu einem Terabyte. Und wie groß die SSD-Platten sind oder ob es verschiedene Größen gibt, da wurde nichts drüber bekannt. Und wer schon seine 450 Mbit-Leitung bestellt hat, weil es nur noch digitale Spiele gibt und weil es hieß ja mal, dass die PlayStation 5 eben kein DVD-Laufwerk haben wird, der kann es ruhig wieder abbestellen, denn es wurde bestätigt, dass die PlayStation 5 weiterhin ein DVD-Laufwerk haben wird. Die PlayStation 5 beinhaltet also tatsächlich mächtig Power und die brauchen wir natürlich auch. Ja, es soll Raytracing kommen und ich sag mal, wenn 4K 120 Hertz oder teilweise bis zu 8K Unterstützung haben wollen, dann brauchen wir auch ordentlich Hardware-Power. Kommen wir jetzt mal zu den Features, die ich eigentlich viel besser finde als die technischen Details, denn die PlayStation 5 soll abwärtskompatibel sein. Das heißt, ich kann mit meinen alten PlayStation 4 Spielen weiter auf der PlayStation 5 spielen und jetzt kommt noch besser, denn mittlerweile, es soll auch möglich sein, dass PlayStation 5 Besitzer und PlayStation 4 Besitzer zusammenspielen können. Ja, das ist ja sonst nicht der Fall. Jeder kennt es. Der eine hat eine PlayStation 3 und 3, der andere hat eine PlayStation 4 bekommen und man hat das gleiche Spiel, konnte aber nie zusammenspielen. Endlich hat Sony mal auf die Community gehört und führt somit ein, dass PlayStation 5 und PlayStation 4 Besitzer wunderbar zusammenspielen können. So viel zu den Fakten. Kümmern wir uns einfach mal um die Gerüchte der PlayStation 5. Und ich sage es noch einmal, nicht, dass er einen sagt, du hast ja gesagt, die PlayStation 5 wird das haben. Nein, es sind Gerüchte. Das heißt, es kann so aussehen, sie kann so heißen, sie kann so viel kosten, ja, aber es heißt nicht, dass es de facto so ist. Es bleibt ein Gerücht. Vor einiger Zeit ist mal ein Release Countdown aufgetaucht auf einer Internetseite und angeblich zeigte dort das Datum den 6. November 2020. Ich glaube, wir können uns davon verabschieden tatsächlich, dass die Konsole doch im 2019 kommt. Ich glaube, Xbox Scarlett soll irgendwie im Sommer 2020 kommen. Ich halte es auch für wahnsinnig realistisch, dass die PlayStation 5 dann eben im letzten Quartal, also kurz vor der Weihnachtszeit eigentlich released wird. Und von daher ist dieser Countdown gar nicht so abwegig. Denn auch, ich glaube, die PlayStation 3 ist irgendwie im November mal erschienen und die PlayStation 4, wenn mich nicht alles täuscht, ist ebenfalls im November erschienen. Von daher ist wahrscheinlich das Datum gar nicht so verkehrt. Zumindest tendieren wir mal dazu, dass der Monat relativ stabil sein könnte. Viel spannender hingegen finde ich das Design, denn ich glaube, es war die niederländische Zeitung Let's Go Digital, die angeblich ein Bild gebracht hat von einem Patent, was Sony mal angemeldet hat. Ich blende euch das mal hier ein und verlinke den Artikel unten in die Videobeschreibung. Da seht ihr mal, wie die PlayStation 5 in Zukunft aussehen könnte.
Ja, und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, dann erkennt man auch das römische V, eben halt für 5 da drauf. Sieht ein bisschen futuristisch aus. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Natürlich glaube ich, dass sie ein bisschen größer sein muss, denn die ganze Technik, die darin verbaut ist, oder die ganze Technik, also mit GPU und CPU, die relativ viel Power haben müssen, ist es natürlich auch so, dass wenn irgendetwas viel Power hat, wird es auch in der Regel relativ warm. Und daran müssen natürlich ordentlich Kühler verbaut worden sein, oder das Kühlsystem muss wunderbar funktionieren. Und ich hoffe nur und ich bete inständig, dass Sony es gut geschafft hat und uns nicht irgend so einen Staubsauger dahin stellt, ja, dass wenn wir den anmachen, wir ständig das Gefühl haben, unsere Mutter staubsaugt neben uns. Denn das wäre dann tatsächlich fatal. Aber wir glauben einfach mal, dass Sony das in den Griff bekommt und uns eine relativ leisen PlayStation 5 dahinstellt. Ach, nochmal zu dem Design. Da gab es irgendeinen Entwickler, also die für Sony entwickeln, und er hatte per Twitter das bestätigt, dass sie so etwas schon da stehen haben, nämlich sogenanntes DevKit. Das heißt, Spieleentwickler bekommen hier schon vorher die PlayStation, die neuen Generationen teilweise zur Verfügung gestellt, um einfach die Spiele anpassen zu können. Den Tweet gibt es leider nicht mehr, der wurde gelöscht. Ich gucke mal, ob ich ein Bild finde, dann verlinke ich euch das Ganze hier, beziehungsweise blende euch das Ganze ein. Wie gesagt, auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Kümmern wir uns jetzt mal um den Preis, denn der ist heiß. Okay. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz genau sicher, deswegen korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Denn ich habe gerade spontan überlegt, wie teuer die PlayStation 3 war. Und ich meine, die hat sich auch so schlecht verkauft, weil die um die 600 Euro lag, glaube ich, zum Start. Ja, korrigiert mich mal bitte mal, wenn ich da falsch liege. Die PlayStation 4, meiner Meinung nach, hat zum Start, also die normale PlayStation 4, hat, glaube ich, zum Start irgendwas um die 400 Euro gekostet und hat sich dadurch wieder deutlich besser verkauft als damals die PlayStation 3. Sind wir jetzt einfach mal realistisch und gucken uns die Hardware an, die in der PlayStation 5 verbaut sein wird, könnte man zu dem Schluss kommen, dass es kaum möglich sein wird für Sony, diese PlayStation für unter 600 Euro auf den Markt zu bringen. Andersrum kann ich mir halt eben noch nicht vorstellen, dass überhaupt jemand bereit ist, für eine PlayStation 5 700 oder 800 Euro auszugeben. Ich bin aber auch ehrlich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir eben halt die PlayStation 5 für 400 Euro wie die PlayStation 4 bekommen werden. Also ich glaube, dass der Preis irgendwas zwischen 500 und 600 Euro liegen wird zum Release. Mich würde mal interessieren, was wärt ihr überhaupt bereit, bei dem Spektrum, also bei der Technik, die ihr bekommen würdet, für die PlayStation 5 zu bezahlen? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Dann gibt es noch ein Gerücht, was irgendein, ich glaube, japanischer Techno-Journalist auf der Entwicklerkonferenz der CDEC erfahren haben soll, dass es eine PlayStation 5 und eine PlayStation 5 Pro geben soll. Das heißt, sie sollen angeblich gleichzeitig released werden. Ob das natürlich der Wahrheit entspricht, ich glaube schon, dass wir eine PlayStation 5 Pro bekommen werden und eine PlayStation 5. Und ich finde es auch gar nicht so unrealistisch, dass die gleichzeitig kommen würden, also dass die gleichzeitig released werden könnten und dass eben halt die Pro dann schon deutlich mehr Power haben wird als die normale PlayStation 5. Aber lassen wir uns da einfach mal überraschen. Kümmern wir uns jetzt mal um die Spiele, die erscheinen könnten, wenn die PlayStation 5 auf den Markt kommt. Ich habe mal so ein bisschen im Netz geguckt und da findet man die wildesten Antworten oder die wildesten Gerüchte, sei es von Harry Potter zu Gran Turismo zu irgendwelchen Flipper- oder Skat-Spielen oder was auch immer. Ja, aber ein Titel war dabei, wo ich persönlich gesagt habe, das wird er. Und zwar handelt es sich dabei um GTA 6. Welcher Titel wäre prädestinierter dafür, um den Release der PlayStation 5 voranzutreiben als GTA 6, ja, wo schon bei sich ja GTA 5 wahnsinnig gut verkauft hat. Also GTA 6 halte ich persönlich für gar nicht so unrealistisch, oder sagen wir es eher so, ich würde es mir wünschen, dass mit dem Release der PlayStation 5 GTA 6 auf den Markt kommt. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren zur PlayStation 5. Also egal, was ihr auch gelesen habt oder was ihr einfach denkt, ja, oder wollt ihr euch das Gerät kaufen, relativ am Anfang oder doch lieber warten? Ich meine, ich finde den persönlichen Vorteil daher, selbst wenn man eine PlayStation 4 hat, man kann mit Kumpels noch weiterhin spielen, die vielleicht sich eine PlayStation 5 kaufen. Ja, das finde ich mega cool. Das ist mit eigentlich das beste Feature, finde ich persönlich. Und auch, dass es natürlich abwärtskompatibel ist. Ja, dass ich halt, wenn ich mir jetzt hier meine PlayStation 4 Sammlung aufbaue, dass ich die auch weiterhin auf einer Konsole nutzen kann und ich nicht noch die PlayStation 4 unbedingt benötige.
Bei mir wird es, glaube ich, davon abhängen, wie teuer die PlayStation 5 zum Release sein wird. Also es gibt eine gewisse Schmerzgrenze, die ich dann hätte. Und es muss auch nochmal klar werden, was genau an Technik drinsteckt nachher am Ende des Tages. Wie gesagt, ich glaube schon auch, dass die GPU, die aktuelle der Navi, gar nicht drin verbaut sein wird, sondern eine der nachfolgenden Generationen. Da muss man jetzt einfach mal abwarten, auch mit dem GDDR6-Speicher. Der vielleicht verbaut sein wird. Also müssen wir einfach mal abwarten, was tatsächlich am Ende des Tages drin sind. Dann werde ich mir für mich eine Schmerzgrenze setzen und dann überlegen, ob ich die PlayStation 5 mir kaufe oder eben noch warte. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Mich würde, wie gesagt, eure Meinung interessieren. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann. Alter, kann ich jetzt auf Toilette? Ihr Kanal abonnieren nicht vergessen. Danke.